Ich habe euch wieder einiges, das ist meine letzte Plastiktüte im Haushalt, ich habe euch wieder einiges zusammen gesammelt, aufgebraucht, technisch ist echt einiges gegangen, ja. Und was da drin ist, das zeige ich euch nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal, die kleine Coco. Und wir sprechen über aufgebrauchte Dinge. Lass uns loslegen. Das sind die Slipanlagen, die ich ab und zu da habe. Die sind von Einhorn. Die verwende ich schon ein bisschen länger. Wenn schon sowas, dann halt wirklich von der Marke. Da achte ich dann schon drauf. Ja, aber sowas habe ich nicht so oft zu Hause, muss ich sagen. Brauche ich auch nicht. Dann haben wir hier eine Zahnbürste. Die war gar nicht mal übel. Die werde ich mir das nächste Mal bei Rossmann mitnehmen wieder. Was mich echt so ein bisschen baff gemacht hat, war, dass ich das hier unwahrscheinlich schnell aufgebraucht hatte. Darüber habe ich ein Video gemacht. Für mich, für meine Haut ist es nichts, weil ich halt fettige Haut habe, ich habe keine Fältchen und so, aber ich wollte es halt unbedingt ausprobieren. Ist ein echt solides Produkt, wenn du eben die Hautbestimmungen hast. Für mich ist es nichts. Was ich regelmäßig aufbrauche, was aber medizinisch ist, nicht vegan, nicht tierversuchsfrei, geht halt nicht anders, sowas brauche ich halt. Ist das Ketozolin. Das ist gut, wunderbar für die Kopfhaut, wenn du halt wirklich ein Ungleichgewicht auf der Kopfhaut hast, Richtung Schuppen gehst. Das ist ja meistens eine Pilzinfektion. Damit kann man sich auch zum Beispiel an anderen Körperteilen, das kann man auf andere Körperteile auftragen auch und kann man dann wie so ein Waschgel verwenden. Ich habe das schon x-mal nachgekauft. Ich brauche es halt auch regelmäßig. Dann ein Parfüm, also eigentlich ist ein Eau de Toilette gewesen. Würde ich mir so nicht mehr nachkaufen, habe ich mir für YouTube mal besorgt. Ist jetzt nicht hundertprozentig meins von der Geruchsrichtung her gewesen. Der Haarspray ist endlich leer. Boah, das hat echt lange gedauert. Und am Ende hat er halt echt nur noch getropft. Da ist Mikroplastik drin. Das hat sich auch im Jahr 2022 nicht geändert. Würde ich so nicht mehr nachkaufen. Dann nachgekauft. Ich muss echt sagen, jetzt rieche ich aus dem Balea-Öl auch raus, dass es ranzig riecht. Das ist halt trotzdem auch nicht so mein Favorit von der, vom Duft her. Mag ich das halt auch nicht. Wieso kriegt man das nicht hin, dass es neutral riecht? Ich schwöre, die erste Flasche von dem Öl von Balea hat bei mir nicht gerochen. Die, wo ich jetzt habe, die riecht. Barriereboost ist leer. Also sind ein paar richtig nice Sachen leer gegangen. Kann man nicht lesen. Jetzt. Den werde ich mir aber nachkaufen, weil der sich wunderbar zum Beispiel mit der Creme von Balea mit der Urea-Creme kombinieren lässt. Ich musste auch ein bisschen was wegschmeißen. Die hat dann tatsächlich angefangen zu stinken. Das ist meine Styling-Creme. Dann wende ich sowas auch nicht mal mehr an den Beinen an. Das soll man auch nicht machen. Die hatte ich halt einfach ein Stückchen zu lange auf. Und das war halt einfach überhaupt nichts für meine Haarstruktur. Doch, es war schon was, aber es war halt viel zu viel. So, mein Liebling, mein Favorit. Zweite Packung ist auf. Die kaufe ich mir auch wieder nach. Die verwende ich auch für die Hände. Die ist halt einfach echt optimal. Die kannst du echt super gut als Handcreme verwenden. Ich habe eigentlich gar keine Handcreme zu Hause. Ich verwende immer die. Und natürlich auch für den Rest vom Körper. Man muss sie mögen. Sie ist ein bisschen zäher. Weg darf jetzt auch das Mandelöl. Ich habe es ein bisschen noch anwenden können. So halbe Flasche ist weg. Aber auch dieses hat angefangen zu ranzeln. Und wenn sowas ranzig riecht, wegschmeißen. Nicht mehr anwenden. Absolut nicht mehr anwenden. Leer gegangen ist auch der Eye Roll On von No.
Würde ich mir in der Form jetzt auch nicht mehr nachkaufen. Es war mal ein nettes Nice to Have. Man braucht das nicht. Man kann sich ja auch entsprechende Serien unters Auge auftragen. Da ist die Packung dazu. Auch gehen darf. Ich nütze es einfach nicht. Soll ich es noch länger im Bad stehen lassen? Dieses Gel. Ich habe mal eine Zeit lang sehr intensiv wieder lockenmäßig herumexperimentiert. Mag ich jetzt im Moment überhaupt nicht. Bin eher so der Typ gerade glattes Haar. Und das steht schon so lange rum. Weg damit. Was auch regelmäßig von mir aufgebraucht wird, sind diese seifenfreie Waschstücke. Hier ist leider ein Bestandteil drin mit Palmöl. Das ist das Einzigste, was ich nicht so gut finde. Aber ansonsten ist es ein solides Produkt und wird immer wieder nachgekauft von mir. Ich mag die lieber als die von Palea, lustigerweise. Weil die sind sich recht ähnlich, aber für mich funktioniert das von Balea nicht so gut. Auch leer gegangen. Mehr zum Duschen verwendet. Ein festes Shampoo. Und davon gibt es eine duftstofffreie Variante. Vielleicht probiere ich die mal aus. Nächstes Mal vielleicht echt mal mitnehmen. Wenn ich im Rossmann bin, der ist leider nicht bei mir direkt in der Nähe, also in der Stadt. Ich muss da immer hinfahren. Auch leer, Gott sei Dank. Auch mehr zum Duschen verwendet, weil das hatte meinen Haaren irgendwann mal gar nicht mehr richtig funktioniert. Diese Erneuerbar von Wolkenseifen, da ist mit Henna und Salz und so, das ist ein ganz schwieriges Shampoo. Da muss man echt wissen, wie man es macht. Das muss man richtig gut auswaschen und alles, weil sonst hast du halt echt komische Haare. Auch leer gegangen, also wirklich, es sind richtig coole Schätzchen leer gegangen. Das Glykolsäure-Peeling von Isana ist auch super gut, gerade für Anfänger, für Häutchen wie meine. Ich merke bei dem nichts mehr. Das ist halt einfach zu schwach. Aber für Anfänger, die ein bisschen so mit AHA rumprobieren möchten, ist das Produkt erstens günstig und zweitens echt solide. Ich habe ein Parfüm leer gemacht. Ich habe mir von Divine ja Parfüms gekauft und ich glaube, das war die 097, ja. Du kriegst von Divine, kriegst du erstmal zwei Proben und wirst aufgefordert, erst die Proben zu verwenden. Vielleicht findest du ja den Duft nicht so gut. Dann könntest du den Duft wieder zurückschicken. Und das ist eigentlich richtig cool. Dennoch finde ich, die beiden Düfte, die ich da geholt habe, sind einfach zu schwach. Die sind echt zu schwach. Auch leer. Face in Theory, Amelie Whip. Da war ich echt froh, dass die leer ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die hat im Endeffekt bei mir einfach viel zu wenig gemacht. Ist eine sehr gute Creme. Also kombiniert auch schöne Actives wie Niacinamid ist, glaube ich, auch drin. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr auswendig, weil hier ist es schon ein Weilchen leer. Man könnte sie auch unterm Auge anwenden. Also für die Leute, die halt wirklich Augencreme zum Beispiel brauchen und nicht zu viel Produkte rumstehen haben wollen. Da kann man das auch verwenden. Generell zählt auch bei der Augencremesache, du kannst auch alles andere unter das Auge schmieren, sofern es nicht beduftet ist und es nicht in den Augen brennt, natürlich. Aber ja, ist okay gewesen, ist eine schöne Erfahrung gewesen. Ich habe echt lange gebraucht, bis ich die leer gehabt habe und bin dann ganz froh, dass sie wirklich leer ist. Das Gläschen hebe ich auf. Ich habe nämlich das andere Gläschen. Ich habe nämlich noch mal so eins, da habe ich jetzt meine Zahnputz-Tabs drin und da ist sowas echt mega geschickt. So, dann wär's das wieder. Das war gar nicht so viel. Ich habe gedacht, ich hätte ein bisschen mehr gesammelt, aber es war dieses Mal gar nicht so viel. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!